Hi, willkommen zu einer neuen Folge Aeterna Noctis. Letztes Mal haben wir ja hier die Goldeminen sehr groß unter die Lupe genommen, haben viel entdeckt. Und ja, dieser große Raum fehlt noch, bevor wir unten weitermachen können. Mal gucken, was ich hier so entdecken kann. Ja, das ist schon ein Beispiel, was, wo ich nicht hinkomme. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass es hier viel geben wird, wo ich nicht hinkomme. Da oben komme ich zum Beispiel nicht hin. Jedenfalls nicht ohne Doppelsprung oder ähnliches. Ich habe fast die Befürchtung, dass ich in diesem großen Raum gar nichts holen kann. Aber noch stecke ich den Kopf nicht in den Sand. Da komme ich zum Beispiel auch nicht hin. Und das hat wehgetan. Das ist alles das gleiche hier unten. Ne? Ja. Spikes, Spikes, Spikes. Ja, da komme ich nicht hin. An das Fragezeichen komme ich, glaube ich. Nope. Ob, nein, 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 nein. Das wird nichts. Das wird nichts. Ich glaube, hier unten ist allgemein tote Hose. Mit Einsammeln, ohne Fähigkeiten. Entsprechende Fähigkeiten auf jeden Fall. Ein paar Fähigkeiten habe ich, ja. Ja, da komme ich zu den Goblin-Dingen. Dann rechts zu dem Bereich. Neben dem Fragezeichen da oben. Unter Umständen. Aber ja, wie gesagt, hier wird eine Fähigkeit fehlen. Doppelsprung wird es geben, irgendwie. Oder dass du halt nach oben irgendwie kannst. Ein Dash nach oben vielleicht. Ich komme hier nirgendwo hin. Okay. Das hätte ich mir also sparen können. Da kam ich nicht hin. Wo ging es weiter? Hier ging es weiter. Ist da irgendwo... Da ist ein Thron in der Nähe. Okay, dann können wir den Thron hier nutzen. Wo war der nochmal? Unten beim Goblin. Den muss ich nämlich nicht schneiden. Ich bin hier ein sehr, sehr fauler Mensch. Muss man halt so sagen. Dann können wir uns dahin porten und sind gleich da. Das ist perfekt. So, dann gehen wir erstmal den Gang hier unten. Ja, wir springen in die Stacheln natürlich. Wo geht's denn hier runter? Da geht's runter. Mit Kontrollpunkt. Mehrere Wege. Im Idealfall baut sich das hier irgendwie zusammen auf. Obwohl ich glaube, dass das jetzt... das andere könnten Sackgassen sein. Auf jeden Fall da, wo das Fragezeichen ist. Verschwinde. Ein Heiltrank, sehr schön. So, das eine Fragezeichen müsste über mir sein, ne? Ja, ist über mir. Mach den platt. Ich sollte diesen Speer vielleicht öfter mal benutzen. Ah, es ist nur eine Kiste. Ich sag da immer nur zu, Geld ist wichtig. Um Karten zu kaufen. Wobei diese Tausenderbereiche, das kann ich, sagte ich ja schon in einer der letzten Folgen, sehr schnell erfarmen. Hör auf, du! Ist zwar mit ein bisschen Zeitaufwand verbunden, aber man kriegt es relativ einfach. Okay, ist das einfach nur eine Verbindung gewesen? Ja. Okay, dann war das eine Sackgasse. Dann ist es gut, dass ich zurückgegangen bin. Dann ist das hier der richtige Weg. Dann geht's hier unten jetzt weiter. Ja, ein paar Geheimnisse. Wie weit sind wir noch von den Dingen weg?
Ja, einiges, einiges. Ah! Was habe ich da noch erwischt? War da ein Wurm im Boden vielleicht? Ist der andere Weg, ne? Ja. Oh, hier sind überall diese Würmer versteckt und du siehst diese Staubwolke nicht. Das ist natürlich fies. Das ist nach einer Abkürzung. Okay. Verschwinde! Also ich muss im Endeffekt nach rechts, deswegen werde ich die Wege erstmal links hier abchecken. Ah, scheiße. Da ist ein Würmli. Komm da raus. Nehmen wir mal meine beiden Blutkanister. Da ist eine Barriere unten irgendwie. Okay. Das heißt, das kann ich später aufmachen. Spikes. Würmli. Ihr kriegt mich nicht mehr so einfach. Was für ein Schlüssel. Naja. Finde ich vielleicht. Das heißt, das ist keine Abkürzung. Dann geht's ja nur hier rechts weiter. Also in den Goblin... Oh, das ist so ein Spiegel. Wie komme ich an den ran? Ich vermute von hier oben. Ah, diese lilanen Kristalle, das sind nur Deko. Ich habe die ganze Zeit gedacht, die können mich treffen. Okay, das ist jetzt der Weg zur Abkürzung. Zack. Und... Oh, da oben ist was. Ein Geheimgang. Ein Herzteil! Freue ich mich immer, diese Dinger zu sehen. Herzteil ist, finde ich, der geilste Fund. Fähigkeitenpunkte sind auch nicht schlecht, aber Herzteile stehen dann noch etwas drüber, wie ich finde. Okay, da ist noch eine Kiste und eins dieser Kristalldinger. Wie komme ich da jetzt hin? Nach rechts muss ich jetzt weiter. Ah, da ist wieder meine Freunde, der Wurm. Komm, ja, da kannst du hoch. Das war mir fast klar. Okay, Kiste. Achso, das ist ein Trank gewesen. Ah, scheiße. Das habe ich nicht genau erkannt. So, jetzt ist da irgendwie noch... Hier oben? Ja. Gib her. Das Fragment. Also das Sehenspiegelfragment. Okay, wir gehen zu Richtung Fragezeichen. Das gefällt mir schon mal. Was mir nicht gefällt, ist das hier.
Hoppala. Upp. Ich bin dagegen gekommen. Das war unnötig. Okay. Ich sollte vielleicht erst springen, wenn... ich hoffe, ich muss mich nicht beeilen, um das Ding zu erwischen. Das ist wiederum fies. Dann muss ich mich hier beeilen. Ja, geht aber voll klar. So, hier stoppen wir einmal, weil ich möchte das Ding haben. Ah, okay. Ich habe ein Problem. ich brauche meinen Wagen. Okay, das Fragment ist gesichert, aber das ändert nichts daran, dass ich meinen Wagen brauche. Okay, wenn ich mir jetzt das Fragment nicht holen muss, dann spare ich auch ein bisschen Zeit ein. Ja, Fragment ist nicht da. Sehr gut. Es geht gleich weiter. Ach du Scheiße. Aber der ist langsamer. Hört auf! Ja, ich scheine alle... Warum ist da ein Fragezeichen? Das scheiß Fragment! Hab ich doch eingesammelt! Wenn das jetzt nicht zählt, ne? Ich bring mich mal um. Ja, toll. Ich bring mich bewusst um. Warum wird mir da ein Fragezeichen eingeblendet? Als ob das ein Treffer war. Das Fragment wurde doch gesaved. So, wo war das jetzt genau? Gleich dahin. Wollt ihr mich verarschen? Hier ist nichts. Warum wird das Fragment dann eingeblendet? Ich hab das eingesammelt. 13. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es zählt. Ja, jetzt muss ich mich einmal umbringen lassen. Das ist Bullshit, dass das jetzt nicht von der Karte verschwindet. Das ist ein böser Bug. Und das gefällt mir gerade gar nicht. Spätestens wenn ich alle sammeln möchte, wird das mich nerven, weil das auf der Karte angezeigt wird. Bis dahin werde ich das vergessen haben. Okay. Ich hoffe, die sind so gütig und machen hier hinter gleich einen Kontrollpunkt. Genau, machen sie. Oh, es geht. Die scheiß Fahrt geht weiter. Ich habe das Gefühl, ich muss schnell sein. Ja. Da kommt mein Teil. Ich muss bestimmt wieder schnell sein. Ja. Kontrollpunkt. Ist irgendwo was gewesen? Wahrscheinlich nicht. Und die Scheiße geht weiter. Hier muss ich bestimmt wieder schnell sein. Hier muss ich runter.
Und es geht weiter. Ja. Hat schon was, ne? So, jetzt sind diese... Oh, hier gibt's einen Thron. Ich setze mich hin. Dann werde ich aufgefüllt. Oh, ich bin, glaube ich, nicht mehr so weit weg. Das ist ein Fahrstuhl. Also... Ja, ich bin, glaube ich, nicht mehr weit weg. Was haben wir hier denn noch? Hier geht's noch woanders lang. Okay. Ich erwarte ein krasses Geheimnis. Oder wo führt mich das dann hin? Ja, da kann man nach oben weiter noch. Die Frage ist, ob ich das mit meinem jetzigen Stand an Fähigkeiten schaffe. Das ist super eng. Also mit einem Doppelsprung von dort aus auf jeden Fall. Ja, kriege ich hin. Oh, Wirbel, verzieh dich bitte. Ich sehe gerade gar nichts so wirklich. Macht sie schon sehr clever hier. Alter, wo das scheint richtig groß noch zu sein. Ich dachte, das wäre irgendwie ein kleiner Secret Gang. Ah, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Nach rechts, nach rechts, nach rechts. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich schaffe das. Okay, Kiste. Geld. Und hier oben ist noch ein... Ja, das kann ich vergessen. Das kann ich vergessen. Das kann ich... Ja, das ist so ein Splitter. Okay, das kann ich vergessen. Das kann ich absolut vergessen. Was war das? Ach so, ein Wurm. Komm da raus. Ey, du Feigling. Erst mich angreifen und dann sich von Acker machen. Oh Gott. Oh, die sind größer als normal, ne? Fähigkeitenpunkt dauert auch nicht mehr lange. Ah, der hat mich jetzt erwischt. Da ist er. Oh, man kann die Würmer auch umbringen, während sie in den Boden sind. Mit der Attacke. Oh, das hätte den Wurm-Endboss nochmal einfach gemacht, wenn ich das gewusst hätte. War hier einer im Boden? Anscheinend nicht. Hier ist einer im Boden. Ah, nee. Den konnte ich jetzt nicht umbringen. Lag wahrscheinlich daran, dass der eben im Boden kurz darauf rausgekommen ist. Es ist aber riesig hier. Was ist das für ein Fahrstuhl? Wo führt er mich hin?
Ich wüsste gern, wo ich bin hier. Also gibt es gleich einen Fahrstuhl. Aber wo bringt der mich hin? Moment. Das ist der Bereich, wo der Wurmboss war. Hä? Ach so. Ich bahne mir jetzt quasi die Abkürzung. Und hier geht es dann noch weiter. Ah, zu einem Geheimnis. Ja, das war auf jeden Fall da, wo... Genau, wo wir den Wurmplug gemacht haben. Was für ein Geheimnis haben wir denn hier? Wenn ich mir was wünschen dürfte, Herzcontainer. Man ist hier anscheinend nicht so glücklich mit mir. Verzieh dich. Es ist leider nur eine Kiste. So, dann haben wir hier alles. Dann können wir wieder zurückgehen. Oder? Ja, scheint alles zu sein, ne? Ich finde das krass, wie das dann nachher die Gebiete immer wieder zusammenführen, wo du vorher, wenn du das erste Mal da lang gehst, überhaupt keinen Plan hast. Also das Level-Design ist Hammer. Es ist richtig, richtig geil. So, hier haben wir noch ein Fragezeichen. Da kommen wir doch bestimmt auch irgendwie ran. Ah, da ist ein Wurm. Ah, ich laufe genau rein. Das war natürlich unglaublich schlau. So, zum Fragezeichen geht es hier gleich nach unten, nehme ich an. Hä, warum hat er jetzt... Genau, das solltest du machen. Warum hast du es nicht gemacht? Okay, hier haben wir unser Geheimnis. Das ist wieder so ein Ding, was ich ausrüsten kann. Blutegel. Oh, das gibt bestimmt mehr Blut oder so, würde ich jedenfalls vermuten. Das Blut fühlt sich langsam von selbst auf. Ui. Das ist nichts Schlechtes, würde ich sagen. Um genau zu sein, ist das verdammt gut. Weil so kriege ich Blut... ohne kämpfen zu müssen. Das ist ja nice. Vor allem kann ich dann, wenn ich zum Beispiel nur ein Leben habe, einfach stehen bleiben und sagen, haha, ich warte, bis meine Blutcontainer aufgefüllt sind. Aber da steht, füllt sich langsam auf. Ich weiß halt nicht, wie... Okay, da hinten ist noch was. Auf der Karte wird mir zwar kein Fragezeichen eingeblendet, aber es ist noch ein offener Gang. So, jetzt nach rechts.
Also, in den Gang muss eigentlich was sein, aber auf der Karte wird mir halt nichts angezeigt. Als ob das einfach nur ein Sacker. Ne, Moment, ich kann hier interagieren. Ah, das kann ich den Sammler geben. Das ist cool. Weil zu den Sammler wollen wir ja sowieso wegen dem Goblin-König. Das hätte ich fast übersehen. Ich habe das erst gar nicht gesehen, dass man da nicht interagieren kann. Es war halt so. Es war halt einfach so eine Sackgasse, ne? Und er so, hä? So eine Sackgasse ist hier doch nicht ohne Grund. Das kann nicht sein. Und so war es auch. So. Ich würde sogar sagen, wir gehen zu diesen Typen hin, weil diesen Fahrstuhl möchte ich dann nächste Folge unten fahren. Ich glaube fast, dass dann sofort ein Boss kommt. Und man ging, um das Fragment zu bekommen. Es ist die Frage, war bei diesen komischen Typen ein Thron in der Nähe? Wo war der nochmal? Er war da. Ja, da ist ein Thron in der Nähe. Sehr, sehr... 5, da komme ich da hin, ne? Ja, ja, ja. Okay, perfekt. Und bei dem Goblin-König war ja auch ein Thron in der Nähe. Passt also. Und ich habe, glaube ich, auch einen Fähigkeitenpunkt, ne? Habe ich einen? Ich glaube, ne? Jo, einen habe ich. Machen wir mal hier weiter. Und wir nehmen mal den hier raus. Erhöhte Kritik. Wie? Der ist ausgerüstet. Ach so. Genau, den nehmen wir raus. Ich möchte... War das der? Verdreifachung? Nein. Ich möchte sehen, wie... Sieht man das hier schon? Nee. Okay, wo war... Da war das. Genau, hier links in die Tür einfach rein. Ich bleibe immer bewusst stehen, weil ich sehen möchte, wie schnell das Blut... Das ist nicht schlecht. Das ist überhaupt nicht schlecht. Also der Stein gefällt mir. So, ich habe deinen komischen Kokon gefunden. Sé si te ganaste acá. Oh, Tatoro, Kiru. ¿Ist er den? Estuvo en Oka. Als ob er den gegessen hat. Disure cura etara no atasi na yeto. Isatawa norite eri. Imai Kiru. Suteka itarina mira. Isatau dame konte take. Isatebuko ne sake oma. Kolekta. Okay. Indeko. Nake no indagate. Kunagindo kara setarideka eterna. Temaka. Onomikoro sitaro kendo tora. Negatame. Indotaro korion. Isatau kale, no maite kaguntara. Tukana, evita me omotona kera isatendo ne pame. Okay. Dento, urame negoto ikoda. Gucken wir uns mal an. Was heißt dieses... 70 von 30, 99 von 30.
Unbekanntes Gebiet 0 von 1, 23. Lichtschleim, Turm des Lichts 23 von 30. Riesiger Lichtschleim. Wahrscheinlich muss man eine bestimmte Anzahl der Gegner besiegen. Dann werden die grün eingeblendet. Aber ich weiß nicht, was das bringen soll. Ich habe auf jeden Fall 19% bisher für Gegner gesehen. So, aber wir haben ja noch den Auftrag von Goblin. Hä? Warum kann ich... So, jetzt. Ja, das interessiert nicht. Der Goblin-König will was von dir. Okay. Muss ich hier irgendwo... Ja, hier ist irgendwas mit Tränken. Ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Trank des Sammlers. Ja. Also hier ist so ein Tranktisch. Kann ich hier irgendwie interagieren? Anscheinend nicht. Er hat irgendwas eben dazu auch gesagt. Ich habe bloß nicht genau gelesen. Ja, ich beende mal die Folge. Ich muss mich da irgendwie schlau machen, wie man diesen Trank bekommt. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.